wenn er spricht, sind volle Ränge garantiert. Mark Faber, der weltbekannte Börsenguru, der gewiefte Analyst, der Crash-Prophet, der Dr. Doom der Finanzwelt. Und der gebürtige Schweizer mit Wohnsitz Thailand weiß, die Erwartungen seiner Zuhörer zu erfüllen. Seit 30 Jahren im Geschäft beherrscht Faber die Klaviatur der Börsenanalyse aus dem FF. Virtuos kombiniert die Investmentlegende Erfahrung mit Sachverstand und platziert Pointen dramaturgisch geschickt. So auch auf der Bühne der Finanz 15 in Zürich, wo Faber über den unstabilen Zustand der Welt referiert. Grundsätzlich hat es in der Welt heutzutage eigentlich eher überhitzte Vermögenswertmärkte, also die Obligationen sind ja sehr hoch, mit anderen Worten, die Zinsen sind sehr tief und sie werden von dem Niveau nicht wesentlich fallen. Auf der anderen Seite, die meisten Aktien sind relativ hoch, mit Ausnahme von gewissen Schwellenländern, wo die Märkte noch relativ preisgünstig sind. Und dann haben wir natürlich schwankende Währungen, wie die Schweizer gemerkt haben. Und das wird weiterhin so sein, wir werden grosse Volatilitäten haben. Und dann ein Vermögenswertmarkt, der günstig bewertet ist, sind Edelmetalle, also insbesondere Gold. Die EZB überflutet die Märkte, was sagen Sie da dazu? Ja gut, die Federal Reserve in Amerika hat angefangen mit den Liquiditätslockerungen. Im Jahr 2007, 2008 und hat sehr expansive Geldpolitik geführt mit null Zinsen. Und dann ist die EZB gekommen und dann die Bank of Japan und die Bank of England. Es ist also wie so ein Staffellauf, wo sich die Notenbanken den Baton weiterreichen. Und ich nehme an, das wird weiterhin so sein. Wenn ich als Kleinanleger 100'000 Schweizer Franken habe, wo erwartet mich dieses Jahr die grösste Rendite? Ja, ich kann mir vorstellen, dass in gewissen Schwellenländern, die sehr gedruckt sind, gewisse Gewinnchancen vorhanden sind. Aber sie müssen das realisieren. Je grösser die Gewinnchancen in diesem Jahr sind, desto grösser das Risiko. Also ohne Risiko können Sie Schweizer Staatsanleihen 10 Jahre kaufen bei einem negativen Zins. Da verlieren Sie sowieso. Aber vielleicht verlieren Sie weniger als in anderen Anlageobjekten. Also da muss sich der Anleger ganz genau überlegen, wie viel Risiko werde ich einnehmen.